Ist das schön. Und das ist dein Horoskop. Naja, ich bin ja eigentlich Wissenschaftler. Aber nur meinetwegen. Wo ist denn nun mein Sternzeichen? Da, Sonne im Steinbock. Also, ich glaube ja nun nicht so recht an solchen Hokuspokus. Naja, ist doch ganz klar. Steinböcke sind Skeptiker, quasi ungläubig. Das stimmt. Siehst du, und das ist der Beweis. Horoskope irren nie. Moment mal. Ruhe jetzt. Pass auf. Das in der Mitte, das ist das Zentrum, die Erde. Siehst du? Und schon deshalb ist es Quatsch. Wir sind ja hier auf der Erde. Jetzt lass dich doch mal drauf ein. Also naja, jetzt, okay. Wir nehmen es mal an, das ist die Erde. Und drumrum, ja, die Sternzeichen, der Himmel quasi und die Planeten. Hm. Sieht ja erstmal logisch aus. Das Zeichen dort mit dem Kreis und dem Punkt in der Mitte. Ja, das ist deine Steinbocksonne. Und die kreist mit Mond und anderen Planeten um das Zentrum. Tja, aber... Und das da draußen im Kreis, das ist der Aszendent. Und dann kommen die Erdhäuser. Alles quasi streng wissenschaftlich astronomisch. Also, nun reicht's. Spätestens seit Kopernikus kreist die Erde um die Sonne und nicht, wie du hier behauptest, die Sonne um die Erde. Dass du auch immer so skeptisch bist. Nimm doch mal einen kleinen Moment deine Steinbocksonne an die Kette. Also langsam reg ich mich auf. Das ist doch der totale Blödsinn hier. Nach deiner Theorie kreist ja angeblich alles um die Erde. Der Mond ist okay. Ja, dein Mond ist okay. Der hat ein sanftes Trigon zum Jupiter. Pass mal auf, mein angebliches Jupiter-Trigon wird dir gleich was pusten. Und nun hör mal zu, der Mond hier, der sich um die Erde dreht, das ist das Einzige, was hier astronomisch korrekt ist. Red ruhig weiter. Nur eine kleine Zwischenbemerkung. Mensch, dass du dich immer gleich so aufregst. Ja, das kommt von deinem Widder-Aszendenten, der steht nämlich hier im ungünstigen Aspekt zu... Ja, siehst du? Hörst du mir eigentlich mal zu? Ich bin ganz Ohr. Spätestens seit Kopernikus weiß die Wissenschaft, dass im Zentrum die Sonne steht, um die alle Planeten kreisen, auch die Erde. Das ist Fakt. Und was sagst du nun? Dann stell du dich mit deinem bescheuerten Steinbock doch gefälligst auf die Sonne und nimm deinen proletarhaften Widder-Aszendenten gleich mit. Nun brüll mich doch nie so an. Außerdem bin ich Wissenschaftler. Ich rede normalerweise gar nicht so lange über so einen Quatsch. Na, wenn du dich auf die Sonne stellen kannst, dann mache ich dir ein heliozentrisches Horoskop. Hast du das verstanden? Ein heliozentrisches. Ja, nur auf die Sonne bezogen. Schon klar. Dieses Horoskop hier ist also... geozentrisch. Genauso wie du selber. Und wenn ich trotzdem nicht dran glaube, dann liegt das an meinem Steinbock. Genau. Aus dieser Zwickmühle lasse ich dich nicht mehr raus. Und das glaube ich dir unbesehen.